Frau Hegel? Ja, hört man mich? Okay. Bitte schützen wir. Ach so, wir fangen jetzt gleich so langsam an. Ich würde mich freuen, wenn die Julia Kuhn, wo ist denn die? Die Frau Kuhn mal mit hier hochkommt. Unsere Forstmannschaft, Förster, Forstwirte, Forstwirtschaftsmeister. Das würde mich freuen. Und die Mitarbeiter vom Bauhof, die aktuell da sind. Das wäre auch sehr schön, wenn die mich mal hier oben begleiten an der Stelle. Kugel hatten wir Donnerstagabend schon mal. Ja, was hat der Bürgerwald Lichtenfels mit der Glaskugel im Rathaus gemeint? Ich kläre Sie auf. Wir wollten Ende November diese Veranstaltung durchführen und da hatten wir anhand der strengen Fröste und der kalten Witterung, der pandemischen Zahlen und der Kontaktbeschränkungen kurzfristig entschieden, können wir nicht machen, wir sagen das ab. Dann haben wir die Glaskugel genommen, die bei uns im Rathaus im Keller eingestaubt war, haben reingeschaut. Ich glaube, der Förster war es, ja, oder? Ja, Förster war es. Der hat reingeschaut und ich habe mit reingeschaut und dann haben wir festgestellt, das erste Aprilwochenende, das passt gut. Wenig Pandemie, keine hohe Inzidenz, Frühlingswetter. Sie sehen selber, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ja, die Glaskugel, die ist ab Montag in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. In diesem Sinne heiße ich Sie jetzt aber ernsthaft gemeint ganz herzlich willkommen als Gäste und Spender, als Ehrengäste bei unserer Eröffnung des Lichtenfelser Bürgerwalds. Und ein paar Gäste möchte ich ganz besonders begrüßen. Ich freue mich zum ersten Mal seit dem 1. Januar 2022 unseren Landrat Jürgen van der Horst hier begrüßen zu können. Lieber Jürgen, herzlich willkommen in Lichtenfels. Und ganz besonders freue ich mich auch, dass unsere heimischen Abgeordneten zugesagt haben. Ich begrüße die vom Deutschen Bundestag Frau Esther Dilcher. Herzlich willkommen, Frau Dilcher, und den Armin Schwarz. Herzlich willkommen, lieber Armin. Jetzt darf applaudiert werden im Bund. Und dann haben wir natürlich auch unsere heimischen Landtagsabgeordneten innen. Das ist die Frau Dr. Daniela Sommer und die Claudia Ravensburg. Auch euch beide herzlich willkommen. Ich begrüße ganz herzlich die Vertreterinnen und Vertreter der städtischen Gremien. Das mache ich dann stellvertretend jetzt. Den Magistrat an der Spitze mit unserem ersten Stadtrat Ingolf Iwing. Das ist der kleine Mann da vorne unter dem Baum. Herzlich willkommen, lieber Ingolf. Für die Stadtverordnetenversammlung mit den Fraktionsvorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden stellvertretend unseren Stadtverordnetenvorsteher Helmut Bangert. Lieber Helmut, auch dir ein herzliches Willkommen. Und für die Ortsbeiräte begrüße ich die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, die anwesend sind und auch da stellvertretend hier in Gottelsheim natürlich unseren Ortsvorsteher Friedrich Schüttler, stellvertretend für alle Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher. Lieber Herr Schüttler, auch Ihnen natürlich ein herzliches Willkommen bei meinem Spiel. So, und dann weiß ich nicht, ob unser Ehrenbürgermeister da ist. Er hatte sich angemeldet, er ist da. Dann begrüße ich ganz herzlich, ich habe ihn noch nicht gesehen, unseren Ehrenbürgermeister Herrn Wolfgang Wennemuth. Wo ist er denn? Da ist er, Herr Wennemuth, hallo! Mit Gattin, herzlich willkommen, Frau Wennemuth. Ganz herzlich willkommen. So, das waren diejenigen, die ich jetzt hier auf der Liste offiziell hatte. Sollte ich jetzt hier jemanden an der Stelle von den Ehrengästen vergessen haben, sehen Sie es mir nach, sagen Sie es mir später. Ich bezahle dann auch das Getränk, entweder an der heißen Theke oder an der kalten. Eine junge Dame möchte ich auch noch herzlich willkommen heißen, weil die sagt gleich auch noch ein paar Sätze zu uns. Das ist die Carina Scharlach, unsere Leiterin der Grundschule Gottelsheim. Herzlich willkommen, Frau Scharlach. Schön, dass Sie da sind und dass Sie gleich uns ein bisschen was zum Thema Natur und Grundschule noch erzählen werden. Auch ein kleiner Applaus für die junge Dame. So, nachdem wir jetzt so die Begrüßung der Ehrengäste erstmal mehr oder weniger durchgeführt haben, möchte ich mich recht herzlich bedanken. Mein Dank gilt den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Lichtenfels, aber nicht nur aus der Stadt Lichtenfels, sondern die Spenderinnen und Spender für unseren Bürgerwald, die sind international. Aber in allererster Linie natürlich Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt, die Sie
für dieses Pflanzfest, für die Eröffnung des Bürgerwalds in dieser überragenden Zahl an Spenden teilgenommen haben und dazu ergänzend natürlich den Unternehmerinnen und Unternehmern aus Lichtenfels, aber aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg, die heute auch vertreten sind. Und wenn ich die jetzt alle aufzählen müsste an Unternehmern, die hier mitgespendet haben und hier sind, dann dauerte das bei der Witterung wirklich noch lange. Deshalb danke ich allen an dieser Stelle pauschal. Aber wir werden nachher noch einen obligatorischen Baum mit Jürgen van der Horst pflanzen und dann besteht die Möglichkeit, da auch das ein oder andere Foto zu machen. Dazu sage ich aber gleich dann am Ende der Begrüßung noch was. Deshalb an dieser Stelle erstmal ganz recht herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spendern, allen Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Stadt, aus der Region für diese Unterstützung bei der Begründung und wirklich beim Aufbau des Lichtenfelser Bürgerwalds. Und dafür ist, denke ich mal, an der Stelle nochmal ein dicker Applaus nötig. Alle nochmal kräftig in die Hände klatschen für die Spender. Bei über 600 Spenderinnen und Spendern, von den kleinen Spenden bis zu ganz großen Spendern. Und wir haben über 6000 Bäume im Lichtenfelser Bürgerwald gespendet bekommen, die wir anziehen. Lieber Henning, ich darf einleitend erstmal ein Kompliment aussprechen an die Mannschaft. Das verstehe ich jetzt mal als Angebot. Eine gute Truppe, hochmotiviert, engagiert, können wir auch im Kreis was gut gebrauchen. Ich habe nachher gerne Gespräche zu führen und bin gerne auch bereit, hier unter Vertrag zu nehmen. Sehr verehrte Damen und Herren, Bundestags- und Landtagsabgeordnete, meine sehr verehrten Mandatsträger der Stadt Lichtenfels, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, ein toller Termin heute, trotz schwachem Wetter, ist aber klug, ganz und bunt mit einzuladen, bei schönem Wetter, Aufgabe des Bürgermeisters oder schlechtem Wetter, nachts an der Großwetterlage gelegen haben. Insoweit haben wir auch klare Verantwortung, was das anbelangt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kompliment. Seit geraumer Zeit beschäftigen sich die Menschen mit der Frage, wie wir mit dem Wald umgehen wollen. Wir haben alle erkannt, dass wir in der Pflicht stehen, uns um das gemeinsame Erbe zu kümmern, dafür Sorge zu tragen, dass der Wald wieder aufgebaut wird. Es gibt viele Pflanzaktionen, Spendenaktionen, aber so wie die Lichtenfelser das angepackt haben, völlig einzigartig, ganz hervorragend und damit auch ein Leuchtturmprojekt für die Region. Wenn ich allein an die Dimensionen denke, wir haben es gerade eben gehört, die Spenden wurden angesammelt, 6000 Bäume, die gepflanzt werden sollen auf 3 bis 4 Hektar Fläche, das ist mehr als beachtlich, vor allem dann, wenn man sich mit dem Hintergrund ein Stück weit beschäftigt hat. Der Hintergrund ist nämlich ernst. Tatsächlich ist der Klimawandel bei uns angekommen und die Orkanschäden der letzten Jahre verbunden mit Trockenheit und Käferbefall haben dem Wald arg zugesetzt. Das ist eine Zangenbewegung, die er nicht gut verkraftet hat und wir müssen nur in die Landschaft hineinschauen. Und wenn Sie aufmerksam auch mit dem Auto durch unsere Region fahren, stellen Sie fest, wie viele Brachflächen da entstanden sind. Wir haben ganze Baumarten verloren und müssen jetzt überlegen, wie es weitergeht. Ich möchte nur erstens sagen, ich bin froh, dass die Glaskugel nicht funktioniert. Wer weiß, was wir sonst alles noch damit anstellen würden. Ich grüße gleichzeitig noch im Namen von der Daniela Sommer. Ich denke, der Armin wollte dann von Georgia mitgrüßen. Man konnte uns nicht so richtig einhalten, wer das Grußwort spricht. Zweitens bin ich dankbar für diese Aktion. Ich bin nämlich Mitglied im Haushaltsausschuss und betreue da den Einzelplan Ernährung und Landwirtschaft. Und dazu gehört auch alles, was mit Forstwirtschaft zu tun hat. Und jeder fragt sich, wo kommt das Geld her, um die Wälder wieder aufzuforsten. Und deswegen bin ich dankbar, dass hier eine Initiative entstanden ist, wo nicht nur gefordert wird, sondern wo einfach selber mit angepackt wird. Und das wünsche ich mir eigentlich für unser ganzes Land, für die ganze Bundesrepublik, Vorzeigeobjekt. Und wenn ich dran denke, werde ich das auch in meiner nächsten Haushaltsrede erwähnen. Vielen Dank. Herr Landrat, liebe Lichtenfelserinnen, liebe Lichtenfelser, ein Bürgerwald für die Bürgerinnen und Bürger aus Lichtenfels. Wir haben vom Bürgermeister gelernt, kommunale Selbstverwaltung. Und kommunale Selbstverwaltung lebt von Eigeninitiative. Und deswegen finde ich es großartig, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Haben gehört, Eckhard Schnatz, die Initiative ergriffen und ein Impuls ist gegeben worden und man kann sich begeistern für einen solchen Vorstoß.
Und was hier geschehen ist, ist wirklich vorbildlich. 6.000 Bäume, genau genommen, über 6.000 Bäume, die muss man erstmal zusammenbekommen. Und das Ganze unter Einbindung der Gesamtbürgerschaft, und zwar aller Generationen. Und meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir wissen sehr genau, Generationengerechtigkeit hat viele Facetten. Und als seinerzeit Freiherr von Karlowitz, Jan Arolson, Bürgerball gewesen, vor über 300 Jahren gesagt hat, wir machen nachhaltige Forstwirtschaft, wir pflanzen Bäume und ernten nur so viel, wie viel wir auch wieder nachschieben können. Und das ist genau der Ansatz. Und das beginnt vom Kindergarten vorbildlich über die Grundschule, und das muss in die Köpfe hineinwachsen. Und da ist genau ein toller Leuchtturm hier in Lichtenfels entstanden. Hier von Flyer von der Stadt bekommen, wo die Informationen zum Bürgerwald standen und ja, wo um Baumschwenden gebeten worden sind. Wir als Schule haben uns dann Gedanken gemacht natürlich, dass wir mit unseren Kindern da gerne mitmachen würden. Und aber nicht nur oder darüber hinaus auch, was der Bürgerwald für uns als Schule, wie wir den Gewinn bringend nutzen können. Genau. Darüber hinaus ist dann der Kontakt zur Stadt entstanden und darüber hinaus dann zum Naturpark, wo wir dann nach ersten Treffen mit unserem Bürgermeister und mit der Frau Gampfer vom Naturpark schnell festgestellt haben, dass wir als Schule mit den Grundschulzweigen Gottesheim und Ette uns gerne auf den Weg zur zertifizierten Naturparkschule im Naturpark Kellerwald machen wollen. Genau. Als erste Aktion auf dem Weg zur Naturparkschule haben wir dann auch passend vor der Eröffnungsveranstaltung heute hier mit einem Naturputztag schon die Landschaft hier aufgeräumt und hier oben alles vom Müll bis Wald, auch wenn man es jetzt unter dem Schnee leider nicht sehen kann. So tief wie es geht, nach vorne, und dann kann man den nochmal nach hinten stechen, und dann entsteht unten, wenn Sie einmal da reingucken sollen, Viereck. Henning schreibt im Landrat eine Rechnung, Lehrgang Baumpflanzen. Dann kann man die Pflanze einführen. Ja. Das können Sie gleich auch. Das haben wir eigentlich ein schönes Loch. Ja, er hat das außerordentlich gut gemacht. Aber ihr könnt das jetzt. Empfehlenswert, das zu nehmen. Genau, wir setzen die Pflanze vorsichtig ein. Dabei muss man darauf achten, dass die Wurzeln nicht rausstehen. Genau, wir müssen ein bisschen, das machen wir jetzt mit dem Spaß, wir müssen ein bisschen auch nach der Tiefe gucken. Die Wurzeln nicht raus. Humus ist kein Mutterboden und ich sag mal, der speichert auch kaum Feuchtigkeit. Genau, dann können wir den Spaten rausziehen. Ein bisschen unten drin die Erde um die Wurzel rum. Könnt ihr jetzt mal einmal hochgucken, bitte? Ja. Dankeschön. Danke. Genau, und dann können wir sie antreten, rundherum antreten. Können Sie ruhig, müssen Sie nicht so taghaft sein. Okay. nur Jürgen, nicht drauftreten, antreten. Genau, und dann kann man zum Schluss nochmal, ob die Pflanze richtig sitzt, mit zwei Fingern mal vorsichtig ziehen. Gut. Pflanze sitzt fest, steht gerade. Ja. Passt. Merkst du, dass perfekt. Du perfekt. Gut, geht doch. Danke. Genau. Ja. So, guckt ihr auch mal gerade kurz so einmal hoch. Schön. Ja. Sehr schön, ja. Was denn eigentlich? Genau, jetzt verteilen wir die Erde unten ein bisschen rumrum. Das ist ja die Ökosystemleistung noch irgendwas. Wenn Sie so möchten, können Sie so noch antreten rundherum. Das ist richtig. Gucken, dass so, dabei gerade die ganz aktuelle Zahl, die Sie Kollegin Ravensburg kennen. Was macht das dann? Bekommt die Berichterstattung, ja, dann noch einmal. Ich bin ja seit einem halben Jahr mit zwei Fingern festhält. Nee, das ist so eine kleine Kontrolle, die steht fest. Das ist super. Aber guck den Vlog. Ach so.